Da sind sie, unsere neuesten Mitarbeiter. Herzlich willkommen zurück bei Planet Zoo. Ja, das ist der neueste Entwurf von einem Gehege. Ziemlich groß, mega groß, könnte man sagen. Knappe 2000 noch was Quadratmeter, wenn mich nicht alles täuscht. Wir gucken mal ganz kurz rein. Nein, 5000 Quadratmeter. Ach, du ahnst es nicht. Plus 1650 Quadratmeter Wasserfläche. Das ist schon enorm, muss man sagen. So, Veterinärforschung abgeschlossen. Tada! So, Salmonellose. Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Salmonellose. Haben wir abgeschlossen. Mal gucken, was denn unsere Forscher hier noch tun können. Also, das haben wir in Gold erreicht. Salmonellose haben wir auch in Gold erreicht. Hört sich schon mal sehr, sehr gut an. So, beim V sind wir noch am Forschen. Wir wollen jetzt Jeremiah Carey. Jeremiah Carey hier gerne irgendwo zuweisen, sodass wir hier noch ein bisschen mehr an Dingen kriegen für unsere Tiere. Wir haben ja schon eine ganze Menge an Tieren, ne? Diamantschildkröte, da können wir auch was machen. Japan-Makak. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den größeren Tieren an und lassen da mal ein bisschen weiter forschen. Wobei ja gleich auch bei uns die neuen Tiere einziehen sollen. Das heißt, wir gucken gerade nochmal ganz fix in den Tierhandel. Da müssen wir natürlich auch das Richtige auswählen. Und suchen uns jetzt unsere asiatischen Schwarzbären, für die dieses Gehege hier ja ist. Na, für die ist das. Wir könnten natürlich auch die Bisons hier oben reinpacken. Wenn die noch mehr werden und größer werden, dann müssten wir die einmal umziehen. Aber wir machen jetzt erst einmal das hier. Wo haben wir denn hier die Burschen? Ich weiß gar nicht, heißen die so? Nachher gibt es die jetzt gerade gar nicht mehr. Das kann natürlich auch wieder sein, weil wir die Zeit ein bisschen haben durchlaufen lassen. Ne, da. Taiwanesischer. Meine Herren. Ja, japanisch. Taiwanesisch. Das war's. So, also wir brauchen ein Männchen, was gut ist. Dieses Männchen hier hat eine Lebenserwartung von nur 33%. Das Männchen hier ein bisschen mehr. Können wir uns... Lebenserwartung, ein bisschen besser. Fruchtbarkeit ist dafür nicht so hoch. Größe, ja, der ist schon mal raus. Hier der Bursche. Schön wäre, wenn wir die gleich rauslöschen könnten. Also deswegen habe ich die beiden hier ausgewählt. 67 und Fruchtbarkeit. Wenn die Lebenserwartung so gering ist, dann möchte ich meinen, ist das nicht ganz so toll. Also, würde ich sagen, nehmen wir den hier. Der ist so der beste Kompromiss zwischen Fruchtbarkeit und Teuernis. Also, aufnehmen. Und dann bräuchten wir noch einen... Kein Weg zum Ziel. Achso, ja. Ist nicht schlimm. Das kriegen wir noch hin. Ich habe hier vorne ja leider noch nicht den Weg verbunden. Machen wir so. So, Weg zum Ziel dürfte jetzt da sein. Also können wir ins Handelszentrum gehen. Im Handelszentrum bei Tiere. Wo haben wir das wieder? Ne, müsste hier noch bei Tierhandel sein, ne? Tieraufbewahrung. Wollen wir den eigentlich noch erstmal in Quarantäne schicken? Ne, an Zoo senden. Theoretisch könnten wir den jetzt auch erstmal in Quarantäne bringen, ne? Ich probiere das mal aus, mal hier hin zu springen. Ah, sehr gut. Dann geht er erstmal in Quarantäne. Also theoretisch müsste der jetzt da ankommen und dann hier in Quarantäne auch gebracht werden, wenn wir hier auf den Startknopf drücken. Warten wir mal ab. Da kommt auf jeden Fall ein Pfleger angerannt. Mit dem Besen in der Hand. Und hier kommen ganz, ganz viele Besucher. 1418. Können natürlich auch noch mal ein bisschen was für unsere Sichtbarkeit machen. Inspektionsbericht, boah, Bildung könnte besser sein. Und amerikanisches Bison war nicht ganz so gut.
Schauen wir mal rein. Audiovisuell, Gedenktafel, Transport, Bildung, Einrichtungen, Mitarbeiter, Finanzen, Marketing. Da haben wir das. Kostet 5000, Marketing mit hohem Einfluss. Ja, Familienprogramm. Machen wir doch das mal. Und dann sollte doch gleich auf jeden Fall hier noch ein bisschen mehr an... Besuchern reinkommen. Hoffe ich zumindest. Gucken wir auch nochmal hier rein. Also der ist leer, der Karren, also der Bereich. Gucken wir mal, wo der ist, der Bursche. Kommen wir da irgendwie hin? Nee, sehe ich jetzt noch nicht. Aber er müsste ja auf jeden Fall hier in diesen Quarantänebereich gebracht werden, wenn es denn dann soweit ist. Na? Mitarbeiterraum klein. Ist auch schön, dass dies hier direkt zweimal da ist. Moment, krankes Tier entdeckt. Das ist natürlich ein Ding. Ach ja, da. 1 von 8. Im Grunde genommen können wir den aber auch nehmen, wenn wir ihn denn packen können. Da ist er. Quarantäne abgeschlossen. Dann wollen wir den verlegen. Und zwar in sein neues Gehege. Da drüben hin. Oh, ist immer nicht so einfach hier mit dem... Mit dem Navigieren, wollte ich gerade sagen. So, also, gucken wir nochmal rein. Gehege, nee, wir brauchen unter Einrichtung, ist es bei Gehege, Barrieren, Einrichtung? Schauen wir mal. Also wir brauchen hier auf jeden Fall noch weitere Sachen, bevor die ersten Gäste da auch hochkommen. Ich drücke nochmal auf Pause. Was haben wir denn hier Schönes überhaupt? Ach, eine Einschienenbahn, die haben wir schon erforscht. Das ist ja ein Ding. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die freigeschaltet wurde. Aber... Wir wollen jetzt einmal hier noch einen Aussichtspunkt hinstellen. So, haben wir da an der Stelle. Dann hätte ich ganz gerne nochmal. Bildungsstation. Ja, schön. Wir haben zwar keine Giraffen, aber wir packen das trotzdem hier irgendwo hin. Warum denn nicht? Dann Geldautomaten. Ne, den brauchen wir erstmal noch nicht. Dann hätte ich ganz gerne Mülleimer. Genau. Kommen hier überall an den Rand. Und die Klingelbox dürfen... Oh, das wollte ich da nicht hin... Du solltest da hängen, genau. So, die Klingelbox, die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Tierbewahre, Mitarbeitereinrichtungen, Gästeeinrichtungen, ja, ist alles schön und gut. Bildschirmhalterung, Decke, verrückte Sache. Geldautomat, ja, alles wunderbar. Mülleimer und Bänke. Hier beispielsweise könnte man jetzt natürlich auch sagen, so, halt, stopp. Also bis da vorne können sie ja, wenn sie wollen. Ja, sieht doch gut aus. Und hinzu kommt, dass ich hier an der einen oder anderen Stelle natürlich ganz gerne nochmal Glas einfügen wollen würde. Das kann man hier bestimmt nochmal irgendwie. Da, Glas.
Packen wir auch da nochmal Glas hin. So. Da unten nicht. Und da machen wir auch nochmal Glas. So, dann sollte das reichen. Also. Gerne hätte ich auch noch weitere Dinge hier, sowas wie die Planet Zoo Bank. Ich finde auch, dass man die hier oben durchaus anbringen kann. Ja, es ist nicht ein ganz runder Bogen geworden. So. Dann kopieren wir das noch einmal ganz kurz. Bauen wir das da nochmal hin. Da noch einen hin. Wir wollen ja hier keinen Müll. So, den kopieren wir auch nochmal. Es könnte jetzt ein bisschen übertrieben sein, was die Mülleimer angeht. So, Technikforschung abgeschlossen. Komm, wir nehmen den mal weg. Und dann gucken wir da mal rein. Also, wir haben eine ganze Menge abgeschlossen. So, Forschung, Veterinär abgeschlossen. Forschung, Technik abgeschlossen. Gehege-Infotafel ist zu weit weg. Und zügigere Tierart. Ja, das kriegen wir hin. Also, wir haben was für den Grizzlybären gemacht. Dann Technikforschung haben wir auch. Gucken wir uns erstmal an. Grizzlybär ist jetzt auf Stufe 3. Da wird auch schön weiter geforscht. Und jetzt hätte ich aber ganz gerne, dass wir uns um unseren Schwarzbären kümmern, insofern er denn schon im Gehege ist. Nee, ist er noch nicht. Ja, kommt noch. Gut. Dann Technikforschung. Was haben wir bekommen? Ah, Gehege, endlich. Glückwunsch. Du hast 2 Gegenstände für ein Design entdeckt. Das ist sehr schön. Barrieren wäre jetzt so das nächste, was ich eigentlich gerne haben wollen würde. Cindy arbeitet derzeit an Rückzugsort und Klettermöglichkeiten und Gehege. Wir bräuchten eigentlich noch einen weiteren, der sich mal so um Barrieren kümmert. Ja. Okay, also kriegen wir hin, passt schon. Dann müssen wir hier mal gucken, dass wir da bitte schön. Ja gut, da warten wir noch ab, bis das gleich da ist, das Tier. Es muss ja auch erstmal hier hochkommen, ne, der Schwarzbär. So, und das dürfte hier hoffentlich passen. Höhe ist ja in Ordnung, denke ich mal. 2,78, das sollte auf jeden Fall passen. Ja, dann warten wir gleich mal ab. Aha, der Schneeleopard wird sich bald paaren. Das hört sich doch sehr gut an. Achso, ist der immer noch da drin? So, bewegen. Ja, gerne hier vorne in das Gehege. Also zumindest ging da jetzt schon mal einer rein. Da hat er den auch in der Hand. Genau, und jetzt geht es auch los. Ja, mal gucken, ob hier oben der Weg dahin auch gefunden wird. Viele Gäste denken, dass die Tickets zu günstig sind. Ja, okay. Also jetzt fehlt hier an der Stelle Einrichtung bei unseren Mitarbeitern natürlich der Bereich Werkstatt. So, wo ist der Eingang? Da vorne.
So, kommt dahin. Dann nehmen wir noch das Ding hier einmal weg. Ja, und dann dürfte das eigentlich passen. Was haben wir jetzt? Gegenstand freigeschaltet. Belohnung. Als ich dir den Auftrag gab, einen Zoo zu bauen, habe ich dir einige sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Aber du hast sie alle erfüllen können. Es ist wohl höchste Zeit, dass wir das in Ausbildung aus deiner Jobbezeichnung streichen, oder? Ehrlich gesagt bin ich besonders froh, dass du das Gewinnziel erreicht hast, weil ich viel zu viel für das Grundstück bezahlt habe. Mit dem, was mich hier ein Quadratmeter gekostet hat, könnte man eine Penthouse-Wohnung mit Toilettenschüsseln aus purem Gold kaufen, ja. Aber das war es wert, alles, damit das Land nicht an diesen schrecklichen Hedgefonds geht. Anscheinend wollten sie es aufteilen und an verschiedene Bergbau- und Energievereinigungen verschachern. Diese Art Menschen würde aus der Mona Lisa noch das Öl rausquetschen, wenn sie es könnten. Ja, super. Damit haben wir den Wildtierpark abgeschlossen und sehen hier unseren taiwanesischen Schwarzbären, wie er sein neues Gelände entdeckt oder Gehege entdeckt und erkundet, während da oben ein Ballon offensichtlich gerade irgendwo fliegt. Ja, sieht doch nicht schlecht aus. Sieht doch nicht schlecht aus. So, drücken wir mal die Kamera wieder weg. Und jetzt gucken wir mal. Der Kammdolch hatte Nachwuchs. Das ist sehr erfreulich. Jetzt lasst uns mal ganz kurz hier reingucken. Also, Lebensqualität ist bei 0. Gelände ist auch noch nicht so optimal. Viel zu viel langes Gras. Nein, er braucht mehr langes Gras offensichtlich, oder? Kurzes Gras ist auf jeden Fall zu wenig. Da können wir also mal ran. Und langes Gras ist zu viel. Genau. Wie so oft. Eigentlich kann man hier auf der Map direkt anfangen und sämtliches langes Gras von Anfang an entfernen. So, kurzes Gras ist schon ein bisschen besser geworden. Natürlich müssen wir hier in der Höhle da drin noch ein bisschen das Zeug wegmachen. So, langes Gras wird weniger. Das passt dann also gleich hoffentlich soweit. Ja, jetzt muss ich hier drunter wieder. Das sehen wir jetzt gerade nicht, aber ich mache hier trotzdem mal das Gras weg. Weil es ist ja noch drunter unter den Steinen. So, Stärke 100%. Vielleicht hilft das ja auch. Noch mal ein bisschen was davon wegzumachen. Gucken wir mal hier rein. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ja, und im Grunde genommen sind wir jetzt am Ende des Teils für den Wildtierpark angekommen. Aber wir wollen es ja nicht halbgar zurücklassen. Ja, wir wollen es ja nicht halbgar zurücklassen. Deswegen entferne ich jetzt einfach nochmal da, wo es möglich ist, ein bisschen was von dem langen Gras, was wirklich keines der Tiere haben möchte. Offensichtlich. So, das passt. Das passt, das passt, das passt. Hier sehen wir, dass es regnet. Das ist dann auch so ein Ding. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Erde. Das machen wir natürlich hier vorne in den Bereich hin. Soll ja schön aussehen. Tja, und wenn euch das Gehege hier gefällt und die Art, wie ich das spiele, dann könnt ihr mir das gerne zeigen, indem ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Freue ich mich drüber und ja, zeigt mir natürlich auch, dass ich hier so ein bisschen euren Geschmack auch treffe. Wäre cool, wenn ihr da auf den Knopf drückt. Falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr natürlich auch auf den Abo-Button drücken. Auch das ist immer eine Option. Ihr wisst, es kostet nichts und macht viel Spaß, wenn man dann informiert wird über die neuesten Videos in bestimmten Bereichen oder Kanälen oder von seinem Lieblings-YouTuber und so weiter. Ihr wisst ja, wie es ist. Also auch auf den Abo-Button drücken, dann wird zum Schluss alles gut.
So, und jetzt sind wir doch damit safe. Das heißt, er ist schon ein bisschen glücklicher. Bepflanzung passt ihm überhaupt noch nicht. Das gucken wir uns nochmal an. Was er denn hier nicht haben möchte, das sind diese Dinge. Können wir die auch da, Pflanzenart entfernen. Das wollen wir noch entfernen. Das wollen wir noch entfernen. Wilder Wein möchte er nicht haben. Die möchte er nicht haben. Die möchte er nicht haben. Das möchte er auch nicht haben. Und schon ist er glücklicher, während alle Bäume hier verloren gegangen sind. Ja, das machen wir aber gleich, oder ich mache das gleich noch fertig. Und ja, an der Stelle sind wir aber leider am Ende angekommen. Ich denke, es wird weitergehen in einem anderen Park. Es wird weitergehen in einem anderen Park. Mich würde natürlich noch interessieren, ob er das Ganze hier annimmt, diesen Rückzugsort. Ja, und auch wenn es regnet, ist jetzt ein Tag zur Freude, hätte ich fast gesagt. Denn wir haben eine ganze Menge gelernt. Ich zumindest. Ich hoffe, die zugeschaut haben, haben auch noch ein bisschen was lernen können, wie man es nicht macht oder wie man es macht. Ja, und so sieht unser Wildtierpark aus. Ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Also die ein oder anderen Gehege, für mich als Amateur, das sieht so aus, als ob er den Hintern, den Kopf im Hintern von ihr hätte oder andersrum. Das ein oder andere Gehege kann sich mittlerweile durchaus sehen lassen und man sieht, glaube ich, auch den Progress, den ich hier gemacht habe. Von den einfachen Glasgehegen hier oder Bison bis, Wolf haben wir ja fast angefangen, genau, wobei das auch schon ziemlich cool war. Bis hin jetzt zum letzten größten Gehege, was ich jetzt gebaut habe, ja, wo der Schwarzbär hoffentlich glücklich wird und sich glücklich fühlen kann. Müssen wir nur noch hier das noch einmal ändern. Genau. Dann wissen auch alle, dass hier nicht das Bison drin lebt. Sondern halt der Schwarzbär. Da haben wir, glaube ich, auch noch eins. Genau. Ja, und mit diesen Eindrücken entlasse ich euch aus dieser Folge. Denn ja, wir sind am Ende angekommen. So, und das bedeutet, wir gehen weiter in der Kampagne. Mal gucken, wo es uns hinführt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat, lasst ein Abo da. Gerne einen Knopf nach oben. Also Daumen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.